So, ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon was gefilmt für den aktuellen neuen Weekly Vlog, weil letzte Woche gab es ja keinen. Es gibt einen Haufen zu tun. Die Jenny ist auch schon dabei, die ist schon am Wäschebügeln, beziehungsweise hat sie gestern, ich habe 3 Maschinen gewaschen vom Urlaub noch. Ich muss jetzt mal endlich hoch ins Büro. Ich habe lang geschlafen, lang schlafen dürfen und können bis 11 Uhr irgendwas. War aber, ist auch egal. Endlich die ganzen Dateien vom Urlaub, von den ganzen Kameras auf den PC saven, kurz drüber blicken, was überhaupt alles zu schneiden ist. Wir haben so viel mitgefilmt. Aber wie gesagt, für den Weekly-Blog hat es nicht gelangt, aber ich meine, das dröselt sich halt eben auf über die verschiedenen Städte, wo wir jetzt in Kroatien waren. Also die 8, 9 Tage, die wir oben waren, unten waren im Urlaub. Genau. Einige schon gemacht, Termin im Autohaus ausgemacht, bei der Kfz-Werkstatt beziehungsweise Auto braucht eine Inspektion, Öl, dies, das, Bremseflüssigkeit muss gemacht werden, laut Turnus, Wartung. Ja, Harrison hat keinen Bock, der ist müde, der schläft schon den ganzen Tag. Wie dem auch sei, wir müssen ranklotzen. Jenny ist schon dabei, ich hatte heute nur ein bisschen, sagen wir es mal, so ein bisschen Schonfrist. So, Weekly Vlog war ja das Thema, ne? Rasenmähen, heute das Thema. Keine Ahnung. Eben hat er den Geist aufgegeben. Mal gucken, ob er gleich wieder anspringt. Ach, komm, leck mich. Hello, hello. Ich melde mich jetzt das erste Mal, glaube ich, in dem Vlog. Ich hätte mich aber auch schon gemeldet, aber die Kamera war oben und ich war immer unten. Und ja, normal liegt ja doch mal die Manage immer bereit. Und das hat er nämlich nicht gemacht. Also da auch, hättest die Kamera auch einfach holen können. Ja, ich ist ja nicht so, als würden wir jetzt an der Westside und Eastside wohnen. Ich wusste aber nicht, ob die Canon oder die GoPro, was willst das du und. Du kannst auch mit deinem Handy filmen, wenn du willst. Das ist mir nein, allein. Ich brauche immer von dir, von der Regie. Eine Regieanweisung vom Kamerateam. Auf jeden Fall. Also, wir haben heute Mittwoch und wir fahren jetzt zu Tobias Beck. Und zwar zur Rebellion, das zweite Mal. Und zwar fahren die Jessie, die Joe und ich. Die Joe weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Wir fahren jetzt los nach Friedrichshafen. Weil zufällig ist nämlich der Tobias Beck in Friedrichshafen, wo die Giovanna auch wohnt. Und es ist eine Überraschung und ein Geschenk von der Jessie und mir für die Joe. Und der Dommer fährt uns allerdings. Und ja, wir legen jetzt los, geben Gas. Und ich nehme euch bei Tobias Beck wieder ein bisschen mit. Also viel kann man da ja nicht filmen, aber so ein bisschen werde ich auf jeden Fall euch mitnehmen. Die Urschel ist auch ready. Und eventuell machen wir ja noch so ein Carpool oder so. Weil wir haben ja 4 Stunden Fahrt vor uns. Soll ja nicht langweilig werden, ne? Salve! Servus! Ja, wir sind jetzt hier gerade im Auto unterwegs zur Joe. Also könnt ihr in unserem Weekly Vlog sehen. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen die, keine Ahnung, 3,5 Stunden Fahrt nett unproduktiv. So, wir sind jetzt bei der Joe angekommen. Der Victor kommt jetzt gleich runter, weil die weiß ja nichts von ihrem Glück. So, wir sind jetzt bei der Rebellion angekommen. Hier haben wir auch schon Haarreifelchen an. Genau, und zwar haben wir noch schnell ein Bild gemacht, schnell die Haarreifen geholt. Das sind ein perfekter Junggesellenabschied. Mal gucken, ob das jetzt auch so super wird wie in Mannheim. So, hier ist wieder Barfleisch gekommen. Hier ist unsere Bestellung auch zum Teil. Die muss noch ausgepackt werden. Und hier ist wieder sein Barfi. Das räumen wir jetzt mal ein. Harrison, du sollst essen gehen und nicht der Mama zugucken, gell? Das wird in so einem Styropor angeliefert. Mit Kühlakkus. Und hier seht ihr Ziegenfleisch. Ein Kühlakku. Und Lammfleisch. So, hello, hello. Wir sind auf dem Weg wieder on Tour. Und zwar zum griechischen Restaurant. Wir sind eingeladen als mein Geburtstagsgeschenk zum Griechen zum Essen. Doma ist am Start. Hinten ist Monsieur Harrison. Und das Wetter hat echt umgeschwenkt, so richtig gut, 23 Grad.
Sonnenschein. Mal gucken, ob es so bleibt. Auf jeden Fall, gab es heute schon ziemlich viel zu erledigen. Dommer war schon mit meinem Opa beim Arzt, selbst beim Zahnarzt. Und ja, jetzt sind wir unterwegs zum Griechen. Halt beim Urologe oder Dommer war beim Urologe. Ja, aber die OP ist doch gut verlaufen. Ja, ja, alles super. Aber die konnten dann nicht gleich ziehen, weil der dann noch eine Infektion hat. Der Katheter. Er war doch nie so offen und so frei. Kontrolliert. Was hast du schon? Kannst du es mal? Was ist denn das? Ländespieß mit Metaxa-Rahmsoße. Ja, irgendwo muss ich und hole Dose. Man muss spielen, ja? Sonja hat Lammspieße. Ja, Lammkotelett. Wir wollen in Ruhe jetzt essen, Kate. So, wir haben uns hier noch so einen Sonnenschirm geholt für ans Geländer auf dem Balkon. Den versuche ich jetzt gleich mal zu installieren, gucken, wie das Ganze rüberkommt. So, da haben wir die Montageanleitung. Ganz easy eigentlich. Hier ans Geländer festspannen. Hier draußen quasi, da kommt dann der Stab durch. Und ja. Ja, so steht er jetzt hier. Und natürlich, da ich der Handwerker Exzellenz, ist mir jetzt hier so ein Pinoppel hier runter in den Garten geflogen. Ich finde ihn nicht mehr. Ja, vor allem hier in dem Haufen, keine Ahnung, ob ich ihn jemals wiederfinde. Aber das ist eine saubere Sache. Genial gemeint, vielleicht haben wir noch einen zweiten. Hier noch mehr aufrücken, einen zweiten dahin. Dann haben wir hier eine schöne Spannweite. Bon. Ein Beauty-Abend, Brate. Lecker. Fantastisch. Ich habe gezaubert. Das ist eine Erdbeer-weiße Schokolade-Torte. Nice. Good morning, Kids. Wir gehen wählen. Ich hoffe, ihr auch. Zumindest alle, die wahlberechtigt sind. Macht euer Kreuz, eure Kreuzchen. Erstmal noch schnell ein Espresso. Dann geht's rüber bei uns. Wird hier in unserem Wahlbezirk müssen wir in die Turnhalle. Ich habe vergessen, Wasserlachs einzufüllen. Naja, nee, bis gleich, bis später. So, unsere Pflicht als Bürger der EU und Bürgerin der EU haben wir erfüllt. Es waren ja aber auch noch Kommunalwahlen bei uns. Und Landtagswahlen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, Landtagswahlen. Oder waren das Landtagswahlen? Ja. Och, was weiß ich. Auf jeden Fall eine Menge Stimmzettel, eine Menge Kreuze. Und jetzt haben wir hier noch eine schöne Runde mit dem Harrison. Entspannten Sonntag, Kinders. Hier noch einmal Le Torte. Le Geschenk allerhand. Alles drum, alles dran. Beste Gesichtsmaske der Welt. Ich liebe die Erdbeerfeld. Ja, wow. Wir waren auf dem Erdbeerfeld. Genau. Macht frisch gefroren, gell? Also ziemlich genau hier in der Mitte. Bruschetta alla Kroatien.